الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah. Ihm preisen wir und ihn allein bitten wir um Hilfe und ihn allein bitten wir um Vergebung. Und wir suchen allesamt Zuflucht bei Allah vor den Übeln, die in uns selbst schlummern und vor den Übeln unserer eigenen Taten. Jedem, liebe Geschwister, denen Allah Ta'ala, dem Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen hat, für diesen gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und für jeden, für den Allah Ta'ala die Irreleitung bestimmt hat, aufgrund dessen, dass diese Person nicht die Rechtleitung Allah Ta'ala sucht, für diesen gibt es niemanden, der ihn zu rechtleiten vermag, außer Allah, dem Erhabenen und Rechtleitenden und Majestätischen, allein. Und wir allesamt bezeugen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Erhabenen und Glorreichen. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, sein ihm ergebener Diener ist und sein letzter entsandter Prophet. Schwer liegt auf uns das, was wir verlassen haben, liebe Geschwister, an Genuss und unsere jetzige Situation, ohne den Tag damit anzufangen, den Ramadan zu begehen und den Tag so zu planen, dass man am Abend in der Moschee zusammenfindet, nachdem man vielleicht mit der Familie auch zusammen gewesen ist. Das liegt alles schwer auf uns. Und um mit diesen Gefühlen, mit dieser jetzigen Lage umgehen zu können, sind die folgenden Worte vorbereitet. Möge Allah Ta'ala sie in unser aller Leben, inshallah, segnen. Die erste Lektion, liebe Geschwister, ist die Lektion bezogen auf die Zeit und die Natur der Zeit. Haben wir nicht alle vor dem Ramadan gedacht, das wird ein schwerer Monat werden? Und mit der Schwere geht einher das Gefühl, dass es ein langer Monat wird. Denn wenn ein Mensch eine Zeit für schwer empfindet, automatisch empfindet er diese Zeitspanne als lang. Und die Zeitspanne der Genüsse, sie empfindet der Mensch immer als eine kurze Zeitspanne. Und selbst wenn es eine lange Periode war. Und nun betrachten wir den Ramadan nicht mit Hinblick auf die Zukunft, sondern wir betrachten ihn mit Hinblick auf das, was vergangen ist. Und wir stellen fest, subhanallah, 30 Tage und für andere 29 Tage an Fasten, sie sind einfach so hinweggegangen. Und darin liegt eine wertvolle Lektion, liebe Geschwister. Allah Ta'ala erkündigt uns diese Lektion im Koran bereits an. Doch nun haben wir die Chance, dies mit unseren Gefühlen auch nachzuempfinden. Und nicht einfach nur Iman daran zu haben, weil Allah Ta'ala dies offenbarte. Allah Ta'ala sagt im Koran, am Ende der 23. Sure, قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Er wird fragen, wie lange habt ihr auf der Erde verweilt? Und sie werden sagen, Einen oder zwei Tage, fragt diejenigen, die rechnen können.
Ja, sie vermögen nur zu schätzen. Und ihr gesamtes Leben über Jahre hinweg, 20, 40, 60, vielleicht 80 Jahre, auf ein oder zwei Tage reduziert. Von ihrem Gefühl her. Von ihrem Gefühl her. Und Allah wird sprechen, ihr verweiltet nur eine kurze Zeit, wenn ihr es doch gewusst hättet. Und dieser Monat mit all seinen Anstrengungen, liebe Geschwister, er ist vorbei. Aber inshallah, wenn unsere Absichten rein sind und wenn wir weitermachen, wenn wir den Ramadan nicht falsch angegangen sind als einmalige Saison, ohne dass man daraus Lektionen und Schätze mitnimmt für das weitere Leben, dann ist die Belohnung sicher, liebe Geschwister. Und diese Lektion, sie gilt auch für unser Leben. Ja, wir haben einige Gebote einzuhalten. Und ja, unsere Triebe, unsere natürliche Beschaffenheit empfindet viele Gebote auch als Last. Weil unsere Herzen noch nicht eins wurden mit dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an die Menschen weitergab. Aber so wie diese 30 Tage vorübergegangen sind, so werden auch die nächsten 30, 40, 50 Jahre vorübergehen, innerhalb derer wir wahrscheinlich die meisten von uns Allah Ta'ala begegnen werden. Und so nutzen wir doch die Zeit im Gehorsam, liebe Geschwister, anstatt sie mit dem Nichtigen zu verbringen oder gar mit dem Sündhaften zu verbringen. Die Zeit geht schnell vorbei und die Anstrengungen, liebe Geschwister, sie sind nicht ewig, aber die Genüsse im Paradies, liebe Geschwister, sie sind ewig und die Strafe in der Hölle, sie kann auch ewig sein. Und selbst wenn sie auf eine Zeit begrenzt ist, liebe Geschwister, wer möchte schon im Hinblick auf die Strafe des Höllenfeuers ein Risiko eingehen? Nun, liebe Geschwister, wir alle haben eine riesige, große Aufgabe. Aufbauend auf den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Shayatin, die Teufel, gefesselt sind im Ramadan. Daraus leiten wir ab, dass sie nun entfesselt wurden. Und sie zielen vor allem darauf ab, dass alles, was sie aufgebaut haben im Ramadan, mit einem Schlag zunichte zu machen. Und darauf müssen wir sehr Acht geben, liebe Geschwister, auf die Bewahrung unserer Taten. Auf den verschiedensten Ebenen und mit den verschiedensten Mitteln, von denen wir nun einige behandeln werden, inshallah. Zunächst einmal, Allah Ta'ala ergibt uns ein Bild im Koran. Er spricht zu uns in Bildern, mit Beispielen. Er warnt in der 16. Sure, der 92. Vers, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. In Bezug nehmend auf eine Frau, die nichts dafür konnte, sie war geisteskrank gewesen, die ihre Tage damit verbrachte, etwas zu weben, etwas zu, ja, nähen, zu weben, zu häkeln. Nur am Ende all das Gehäkelte, all das Gewobene wieder nichtig zu machen. Allah Ta'ala gibt uns Bilder. Man hat sich viel Mühe gegeben, etwas aufzubauen, einen schönen Knoten zu knoten, dass der Charakter gefestigt wird. Aber, liebe Geschwister, das, was wir aufgebaut haben, das ist nicht von Ewigkeit im Sinne von, dass Allah Ta'ala die bleibende Wirkung garantiert, sondern wir müssen auch nach dem Ramadan daran arbeiten, ansonsten passiert etwas sehr Gefährliches. Wir bauen eine Menge auf, aber das, was wir lange und mühsam aufgebaut haben, das kann in Sekunden einfach so, hier habe ich die Sicherung reingemacht, in Sekunden einfach so dahinschwinden. Einfach dahinschwinden, liebe Geschwister. Subhanallah. Das sind wirklich Zeichen. Ich habe das nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. In den letzten Jahren hat es immer geklappt. Auf jeden Fall dieser Punkt, dass man alles einfach auflöst. All das, was wir aufgebaut haben, wie ein Kartenhaus. Habe ich schon mal ein, nicht, dass wir mit Karten spielen, ja, aber vielleicht habe ich schon mal ein Kartenhaus aufgebaut und das dauert eine sehr lange Zeit und ist mit vielen Mühen verbunden. Und dann am Ende, man gibt nicht acht und das gesamte Kartenhaus fällt hin. Alles im Bruchteil weniger Sekunden. Aber wir haben dafür eine lange Mühe aufgebraucht. Und Allah Ta'ala, mit diesem Bild verbindet er einen Befehl im Koran, den er in der 47. Sure festhält. Allah Ta'ala sagt im Koran, يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. O ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten und macht eure Werke nicht zunichte. Das, was wir also aufgebaut haben, wir können es zunichte machen. Unsere Gewohnheiten, wir haben die schlechten Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten ausgetauscht. Wir können das wieder zunichte machen, indem wir zu unseren alten Gewohnheiten zurückkehren. Unseren Charakter, den wir aufgebaut haben, dass wir fasten mit unseren Zungen, fasten mit unseren Augen, fasten mit unseren Ohren, fasten mit unseren Körpergliedern, fasten mit unseren Gedanken im Herzen. Die können wir wieder umkehren und zu unserem alten Selbst zurückkehren. Das ist eine Ebene, wie man seine Taten wieder zunichte machen kann. Eine andere Ebene, dass man seine Absichten nicht davor schützt, rein zu bleiben. Man spendete mit einer guten Absicht für Allah Ta'ala, ob offen oder ob geheim, aber danach nutzt man diese Spende, um bei den Menschen an Position zu steigen. Man sagt, ich habe damals gespendet. Alhamdulillah, ich bin ein freigebiger Mensch. Ja? Das heißt, die ursprünglich reine Absicht, sie wurde getötet, erlegt von einer späteren unreinen Absicht. Und Ramadan, As-Sawm, liebe Geschwister, lehrt uns denn eine Hauptlektion. Lehrt uns eine Hauptlektion, nämlich der Abstand vom Sündhaften durch die Kraft Abstand zu halten vom Erlaubten. Vom Brot, vom Wasser, vom Ehemann, von der Ehefrau. Über eine lange Zeitspanne, innerhalb schwieriger Situationen, liebe Geschwister. Und wir kennen das, dass wir das aus Liebe heraus machen. Die meisten, die wir gefragt haben, eigentlich jeden, den wir gefragt haben, der irgendwie auf Reise war, der hat trotzdem gefastet. Sheikh Abu Ubaidah und der Sheikh und der Bruder und die Schwester. Ja? Obwohl ein wenig mehr Anstrengung damit einherging, aus Liebe zu Allah Ta'ala. Dieser Abstand gegenüber dem Erlaubten, liebe Geschwister, was wir jetzt einen Monat lang erfahren durften, sollte uns umso mehr die Kraft geben, Abstand zu nehmen vom Sündhaften. Auf dass wir, liebe Geschwister, unsere Taten bewahren. Allah Ta'ala gibt uns, gerade in Bezug auf das Spenden, sehr spezielle Beispiele, dass die Taten wieder zunichte gemacht werden können. Es heißt im Koran, in der zweiten Sure, der 264. Vers, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. O ihr Gläubigen, macht eure Spenden nicht zunichte durch Vorhaltungen. Ich hab dir damals. Und auch nicht durch verletzende Worte. Wie derjenige, der nur spendet, damit die Menschen ihn sehen und der nicht an Allah Ta'ala und an den jüngsten Tag glaubt. Weiterhin, liebe Geschwister, sagt Allah Ta'ala im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. O ihr Gläubigen, erhebt eure Stimmen nicht über die Stimme des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf dass eure Werke nicht hinfällig werden, ohne dass ihr dies zu spüren vermögt. Und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr untereinander laut zueinander sprecht. Das heißt, mit einer Tat, liebe Geschwister, kann man all das, was man aufgebaut hat, zunichte machen. Der Prophet sagte ebenfalls, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der das Asr-Gebet nicht betete, dessen Taten für diesen Tag sind hinfällig geworden, auf null reduziert. Das heißt, wir müssen Acht geben auf die Präservierung, auf die Beibehaltung unserer Taten.
Und da sind wir jetzt mittendrin, liebe Geschwister. Ramadan quasi ist nicht vorbei. Der Monat, der Kalendermonat, er ist dahin gegangen, kein Zweifel. Aber was mit Ramadan verbunden ist, ist jetzt lebendiger als je zuvor. Ist jetzt wirklicher als je zuvor. Man darf sogar sagen in diesem Zusammenhang, Ramadan beginnt jetzt. Jetzt beginnt Ramadan. Das, ja, was wahrhaftig ist. Vorher, liebe Geschwister, natürlich, Ramadan ist auch wahrhaftig, aber das war eine Vorbereitung. Das war quasi ein Probeturnier gewesen. Das war eine Kur gewesen, um ins wahre Leben einzusteigen, da wo wir geprüfter sind. Und Allah Ta'ala schuf uns, um uns zu prüfen. Und unzweifelbar sind wir in den 11 Monaten außerhalb gewissermaßen mehr geprüft, sowohl von der Anzahl her, als auch von der Schwere her. Ja, Shayatin entfesselt, etc. Als im Ramadan selbst. Als im Ramadan selbst. In Bezug auf das Spenden, liebe Geschwister, wir können unsere Taten reduzieren an Lohn oder gar hinfällig werden lassen. Beispielsweise, wenn wir aus unseren geheimen Spenden eine öffentliche Spende machen. Dann haben wir den Lohn verloren für die geheime Spende und sie wurde umgewandelt in den Lohn für eine öffentliche Spende. Das ist eine allgemeine Lektion. Oder aber, dass man eine von beiden Spenden, den Lohn dafür, eintauscht, um Ansehen bei den Menschen zu bekommen. Dann hat man das, wie gesagt, ganz und gar hinfällig gemacht. In Bezug auf das öffentliche Spenden mit einer bestimmten Niyya, mit einer bestimmten Absicht, haben die Großgelehrten Folgendes festgehalten. Erstens die Regel, dass das Pflichtspenden besser offen geschieht und dass das freiwillige Spenden besser im Geheimen durchgeführt werden soll. Das ist eine allgemeine Regel. Allerdings gibt es für diese Regel auch spezielle Ausnahmen. Der Großgelehrte der malikidischen Rechtsschule, Ibn al-Arabi, ganz wichtig, al-Arabi, nicht Ibn Arabi, Ibn al-Arabi, er hielt fest, dass es je nach Zustand des Spenders oder des Empfängers und des Empfängers und der Gesamtsituation verschiedene Fälle geben kann, wo sogar das öffentliche Spenden besser ist als das geheime Spenden. In Bezug beispielsweise auf den Geber, derjenige, der dadurch zeigen möchte, dass es Sunna ist, zu spenden. Und dessen Absichten stark sind und rein sind. Der macht das nicht für die Menschen, sondern er möchte ja ein Projekt öffentlich unterstützen. Und andere dazu motivieren, für ihn kann die öffentliche freiwillige Spende besser sein als die geheime. Und wenn der Empfänger nicht verletzt wird, ja, und beispielsweise das Moscheekaufprojekt, das Moscheebauprojekt, die Steine, kann ich euch versichern, sie werden nicht verletzt sein durch eine öffentliche Spende. Und in Bezug auf die Zeugen, diejenigen, die das sehen, wenn sie dadurch eine Motivation bekommen, dann ist, wie gesagt, das öffentliche Spenden bevorzugt gegenüber dem geheimen Spenden. Und jeder wählt das, was er in seinem Herzen auch noch als zusätzlichen Hinweisen vorfindet. Beispielsweise findet er eine Gefahr vor für die eigene Absicht. Oder er denkt, jemand anderes wird es vielleicht als Konkurrenz wahrnehmen oder irgendwie als Angriff oder als wie auch immer. Ja? Dann möge er auch im Geheimen weiter spenden. Für die Geschwister, die vielleicht zum ersten Mal im Ramadan an Spendenaktionen teilgenommen haben, wie sie auch in dieser Moschee stattgefunden hat, dass zum Beispiel Vorträge hält und das Spenden nach und nach eintreffen aufgrund der Motivation, die eben auch nach und nach eintrifft. Liebe Geschwister, dies ist eine etablierte Sunna. Und viele von diesen Begebenheiten, die ich jetzt nicht alle im Detail erwähnen werde, aufgrund der Zeit, sind in Bukhari festgehalten, sind in Muslim festgehalten und sind in anderen authentischen Werken festgehalten. Viele von diesen erwähnen wir auch, nur nicht im Zusammenhang, dass das eben in der Moschee stattgefunden hat, aber es hat in der Moschee stattgefunden. Der Prophet beispielsweise, sallallahu alaihi wasallam, erhielt eine Ansprache, um zum Spenden zu motivieren. Und Uthman entschied sich, 100 Kamele zu spenden. Und der Prophet erhielt weiterhin eine Ansprache, um noch mehr zum Spenden zu bewegen. Und Uthman entschied sich dazu, 300 Kamele zu spenden. Solche und viele weitere Begebenheiten, wie gesagt, die wir in der authentischen Sunna vorfinden, belegen die Statthaftigkeit dessen, dass Moscheen wie diese und andere Moscheen, gerade in der Zeit, wo die Herzen offen sind und empfänglich sind, dass man motiviert, um dort für Verwirklichung von wichtigen Projekten
zu sorgen. Im Übrigen gibt es auch solche Gelehrte, sie meinen, dass diese Regel, dass das geheime Spenden bezogen auf die freiwilligen Taten besser wäre als das öffentliche Spenden, dass diese Regel aufgehoben wurde durch einen weiteren Koranvers, den ich jetzt nun nachfolgen lasse. Verzeiht, das ist die Aya, die Grundlage für, wo die Mehrheit der Gelehrten ist, bezogen auf die Regel, dass das geheime Spenden besser ist als das öffentliche Spenden. Wenn ihr eure Almosen offen zeigt, eure Spenden offen zeigt, so ist dies gut. Wenn ihr es aber im Verborgenen tut und den Spinnen und den Armen zukommen lässt, dann ist dies besser. So hat Allah Ta'ala es in der zweiten Sure, der 271. Vers festgehalten. Und wie gesagt, Gelehrte unter ihnen an Naqash haben festgehalten, dass die folgende Aya diese Regelung aufgehoben hat. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Diejenigen, die ihren Besitz spenden, am Tage, in der Nacht, geheim und öffentlich, sie werden ihren Lohn bei Allah Ta'ala vorfinden. Und sie werden keine Furcht haben und sie werden auch nicht traurig sein. Liebe Geschwister, diese Bewahrung der Taten ist wirklich nichts Leichtes. Malik bin Dinar, er sagte, es ist leichter, eine Tat zu begehen, als Angst zu haben, dass diese Tat nicht angenommen wird. Und Allah Ta'ala im Koran, er spricht nicht davon, diejenigen, die Taten getan haben, sondern er spricht davon, diejenigen, die mit den Taten ankommen. Die werden uns beladen mit guten Taten, aber wir verlieren diese auf unserer Reise zu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sagt im Koran, من جاء بالحسنة فله خير منها. Derjenige, der mit einer guten Tat ankommt, der wird Besseres für diese erhalten. Und dazu, liebe Geschwister, um dies zu erreichen, brauchen wir ein Gefühl der Sorge. Ein Gefühl der Angst, der Ehrfurcht, dass uns diese Tat über den einen oder anderen Weg verloren geht. Beispielsweise, indem wir unsere Gewohnheiten austauschen, indem wir zu unserem alten Selbst zurückkehren oder aber unsere Absichten ändern. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und diejenigen, die geben, was sie geben, tun, was sie tun und Angst haben davor, dass sie ihrem Herrn begegnen werden. Aisha, als sie diese Aya las, sie fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind das die Diebe? Sind das diejenigen, die Berauschnis zu sich nehmen und diejenigen, die Unzucht begehen? Ja, die tun, was sie tun und dann Allah Ta'ala und davor, sich davor fürchten, Allah Ta'ala zu begegnen. Der Prophet sagte, nein, Aisha. Das sind diejenigen, die spenden, die fasten und die beten, aber Angst davor haben, dass ihre Taten nicht angenommen werden. Und sie werden, die hoffen zu diesen zu gehören, sie werden im Koran weiterhin beschrieben, diese geehrte Gruppe. Allah Ta'ala sagt, أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Diese Personen, sie beeilen sich damit, gute Taten zu tun. Und sie werden sie erreichen. Sie beeilen sich damit. Und jetzt sind wir in einer Phase, wir denken, wir können uns ausruhen. Aber nein, wir sind immer noch im Zustand der Eile, Gutes zu tun. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir Angst davor haben, dass unsere Taten nicht angenommen werden.
Was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass wir den Ramadan so verstanden haben, wie wir ihn zu verstehen haben. Und wir haben im Ramadan gelernt, dass Allah Ta'ala unterscheidet zwischen den Anstrengungen für diese Welt, die wir unzweifelbar auch leisten müssen, und für die Anstrengungen in Bezug auf die nächste Welt. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ. Man soll in der Erde laufen, sich bewegen und von der Versorgung der Erde Nutzen ziehen. Also man soll laufen. Ja, laufen, gehen. فَمْشُوا. Aber in Bezug auf die guten Taten, وَسَارِقُوا وَسَارِعُوا. Beeilt euch. Seid in Eile. Allahumma, ja Allah, bitte lass uns in Eile sein, hierauf bezogen. Und Ali, er sagte, achte mehr darauf, dass deine Taten akzeptiert werden bei Allah, als darauf, dass du Taten tust. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Wahrlich, Allah nimmt nur von denjenigen an, die gottesfürchtig sind. Woran können wir wissen, ob wir gottesfürchtig sind, liebe Geschwister? Ob wir Leute des Ramadans waren, der nun kalendarisch dahingegangen ist, oder ob wir Leute des Herrn sind. Leute Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sagt im Koran, كُنُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Allah Ta'ala sagt im Koran, seid Leute des Herrn. Aufgrund dessen, was ihr vom Buch gelehrt habt und was ihr vom Buch gelernt habt. Leute des Herrn sein. Ja? Rabbaniyun, nicht Ramadaniyun. Dieser Monat, liebe Geschwister, er ist ein Mittel, eine Leiter, irgendwohin, dass wir uns mit Allah Ta'ala verbinden, liebe Geschwister. Nicht, dass es irgendwie eine Art Sonderausflug ist, eine Reise in Seltsamheiten. Nein, wir sollen etwas mitnehmen von diesem Monat, und das ist unser großes Ziel jetzt, weiter fortzuführen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu helfen und der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagte nicht im Koran, dass die ihm so lange dienen mögen, bis das Fest kommt. Sondern Allah Ta'ala sagt im Koran, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Und diene deinem Herrn, bis zu dir die Gewissheit, der Tod kommt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über einen Prophetengefährten, der verstarb, dass zu ihm Al-Yaqin gekommen ist, nämlich die Gewissheit. Die Gewissheit. Und so lange, liebe Geschwister, mögen wir Allah Ta'ala dienen. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass die besten Taten diejenigen sind, die den Abschluss bieten. Das heißt, wir sind ständig im Zustand unserer letzten Taten, denn wir wissen nicht, womit wir unser Leben abschließen. Schön wäre es gewesen, wenn wir an Eid gestorben wären oder am 30. Tag, gewissermaßen. Aber wir wissen nicht, die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches höher, außerhalb des Ramadan zu sterben, als im Ramadan zu sterben. Und wenn wir unsere Anstrengungen fortführen, liebe Geschwister, dann ist das ein Zeichen dafür, es gibt so Indikatoren, nicht, dass man das als festen Beweis nehmen kann, sondern ein Indikator, so ein Gefühl, was Allah Ta'ala einem mitgibt, dass diese Taten auch angenommen sind, die man für Allah Ta'ala getan hat, nämlich, dass man diese Anstrengungen weiter fortführt. Allah Ta'ala sagt im Koran,
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Diejenigen, die rechtgeleitet sind. Wir müssen uns jetzt fragen, gehören wir zu denjenigen, die rechtgeleitet sind? Welche Merkmale haben sie? Allah Ta'ala mehrt ihnen ihre Rechtleitung. Er mehrt ihnen ihre Rechtleitung. Das heißt, wir können schauen, wir können uns vergleichen in der Vergangenheit. Wurde ich von Allah Ta'ala mehr und mehr rechtgeleitet, aufgrund dessen, dass mein Herz sich auch von ihm wünscht? Oder habe ich vielleicht nur das gemacht, was ich tat, aufgrund meiner Eltern, aufgrund meiner Clique, aufgrund dessen, dass ich irgendwie in der Nähe von der Moschee wohne und es wäre beschämend gewesen, nicht zur Moschee zu kommen, etc. Das heißt, sie sollen uns nun messen. Und selbst wenn wir uns nicht vergleichen können, außerhalb des Ramadans, mit unserem Zustand innerhalb des Ramadans, wir gehen halt noch einige Monate zurück und sagen, nach Ramadan bin ich besser als vor dem Ramadan, dann inshallah ist das ein Zeichen. Vor Ramadan sind wir nicht so gut. Wir versuchen ein bisschen besser zu werden natürlich. Dann im Ramadan haben wir eine große Steigerung. Und dann geht es vielleicht ein bisschen schlechter weiter. Aber der Vergleich nachher und vorher, der ist auf jeden Fall gegeben. Auch wenn man im Vergleich zum Ramadan etwas schwächer wurde, hat man immer noch eine Kurve, eine Tendenz, die insgesamt nach oben geht. Und Allah Ta'ala wird denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung mehren. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Und was denjenigen angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr erklärt, den werden wir den Weg zum Heil leicht machen. Den werden wir den Weg zum Heil, zum Leichten, leicht machen, erleichtern. Wir müssen auf uns achten. Bekommen wir Erleichterungen von Allah? Spüren wir eine Rechtleitungswährung? Wenn ja, danken wir dafür. Und wenn nein, dann arbeiten wir darauf hin. Liebe Geschwister, kehren wir zurück zu den Ayat des Ramadan, damit wir wissen, in welchem Zustand oder mit welchen Taten wir uns nun zu beschäftigen haben oder in welchem Zustand wir uns zu befinden haben. Allah Ta'ala sagte im Koran, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, auf dass ihr Allah Ta'ala rühmen mögt. Allahu Akbar sagt, dafür, dass er euch recht geleitet hat. Das schließt schon mal jeden Hochmut aus. Weil Hochmut ist naheliegend. Wir haben lange gefastet und viel gebetet und viel gespendet. Natürlich, wir sind dafür anfällig. Das war das, was den Shaitan zum Fall gebracht hat. Nicht seine Sünden, liebe Geschwister. Sondern, dass er viel geleistet hat, tatsächlich. Aber dann Hochmut in sein Herz reinkam. Und den mögen wir raus vertreiben mit Allahu Akbar. Allah ist größer. Nicht, weil ich so gut bin. Sondern, weil Allah Ta'ala mir dies erleichtert hat, mir dieses Geschenk mitgegeben hat. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, und auf dass ihr dankbar sein würdet. Allah Ta'ala rühmen und dankbar sein für das, was er uns gegeben hat, an Rechtschaffenheit und an guten Taten. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Falls wir uns mit Menschen vergleichen, die nicht so religiös sind, oberflächlich gesehen, und denken, mashallah, ich bin der King oder was auch immer. Allah Ta'ala, er erinnert uns daran. So wart ihr vorher auch gewesen. Aber Allah Ta'ala, er gab euch die Gnade von sich aus. Keiner von uns sollte denken, dass für ihn irgendwelche Sünden unmöglich wären. Oder irgendwelche Zustände undenkbar wären. Allah Ta'ala kann jeden einzelnen von uns in jede einzelne Hölle dieser Erde führen. Denn jede einzelne Sünde, liebe Geschwister, auf dieser Erde ist eine Hölle für sich. Und wir selbst, wir vermögen uns nicht zu schützen. Sondern wir müssen den Schutz von Allah Ta'ala, dem Erhabenen, erbitten. Und abschließend, liebe Geschwister, eine Lektion, die in verschiedenen
Tatsachen festgehalten ist und wir wollen sie an zwei, drei Begebenheiten festmachen, dass wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Um Vergebung bitten. Es gibt verschiedene Stufen des um Vergebung Bittens. A, oder nicht A, sondern so die niedrigste, wenn man sündigt. Dass man dann Allah Ta'ala um Vergebung bittet, ist klar. Aber was lesen wir in dieser Passage in der 51. Sure? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Wahrlich, die Gottesfürchtigen, sie befinden sich in Gärten und innerhalb von, also da gibt es Flüsse und Bäche und Quellen. Und sie nehmen das, sie genießen das, was Allah Ta'ala ihnen gegeben hat. Und sie gehörten zu denjenigen, ja vorher gehörten sie zu denjenigen, die Gutes getan haben. Was haben die gemacht, dass sie das verdient haben? Wir lesen, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. In der Nacht pflegten sie wenig zu schlafen. Ja, da sagen wir, vielleicht waren wir das ja auch, ja? Inshallah. Und weiterhin, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Und in Bezug auf ihr Vermögen, so haben sie immer denjenigen, der fragte, der bedürftig ist, und derjenige, der benötigt, etwas davon gegeben. Sie haben gesagt, das ist ein Recht von dieser Person an meinem Vermögen. Das heißt, in der Nacht waren sie mit Allah Ta'ala verbunden durch die Ibadat, durch die gottesdienstlichen Handlungen. Und am Tage waren sie mit Allah Ta'ala verbunden durch ihre Mu'amalat, durch ihren Umgang mit der Schöpfung. Und wie verbrachten sie ihren Morgen? Wie verbrachten solche Leute ihren Morgen, nachdem sie nachts viel gebetet und wenig geschlafen haben? Und davor den Tag, ja, mit guten Taten verbracht haben? Allah Ta'ala sagt im Koran, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Hier wurde übrigens die Reihenfolge etwas umgedreht, um die Lektion, um eine Lektion zu vermitteln. Nicht, dass man das über diesen Weg jetzt auswendig lernt, ja, sondern anhand eines Lehrers, im besten Falle und höchstens in Bezug auf, also im Verlass auf den Mushaf. Und sie verbrachten, also diese letzte Zeit der Nacht, damit Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten. Obwohl sie die Nacht im Gebet verbracht haben. Und was machen wir, nachdem wir das Gebet beendet haben? Sagen wir Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Oh Allah, bitte vergib mir, oh Allah, bitte vergib mir, oh Allah, bitte vergib mir. Die letzte Sura, die Allah Ta'ala offenbarte, An-Nasr, die 110. Sura im Koran. Welcher Befehl schließt diese Sura ab, die letzte Sura ist? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Und bitte um Vergebung. Das heißt, sie betrachten die 23 Jahre vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir betrachten die letzte Sure, die offenbart wurde. Und wir betrachten den letzten Befehl, der in dieser Sure offenbart wurde. Bitte um Vergebung. Lasst uns um Vergebung bitten, liebe Geschwister, um diese besonderen Tage mit einem Segen auch abschließen zu dürfen. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Wir bitten von dir, mit all deinen Namen, O Allah, mit denen du dich selbst benannt hast, dass du uns wahrlich zu denjenigen gehörst, die Rabbaniyin sind, nicht Ramadaniyin, deren Taten angenommen wurden, deren Absichten rein waren und rein bleiben und die mit den guten Taten, O Allah, auch weitermachen. Die mit den guten Taten, O Allah, auch weitermachen. Bitte helfe uns, dass wir uns steigern in Gottesfurcht und in Rechtleitung, dass wir unseren Charakter mehr und mehr veredeln durch das Befolgen deines letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schenke uns ein tatenreiches Leben, wo wir allen Bedürftigen, allen Notleidenden, allen Kranken, allen Verzweifelten, allen Bekriegten, allen Unterdrückten Hilfe zu kommen lassen, O Allah, Beistand zu kommen lassen, Erleichterung zu kommen lassen, O Allah, als Verlängerung, als Mittel deiner Erleichterung und deines Beistandes und deiner Hilfe. O Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern,
und unseren Geschwistern im Glauben und lass uns eine lichtspendende Leuchte sein auf deinem Weg. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.